Der lädt ordentlich Öl rein hier. Naja. Ich muss sagen, irgendwie unsere Pumpen hier bringen nichts mehr, ne? Load, Unload. Welches ist ein Unload-Rohöl? Ist das dieser hier? Ja. An Unload-Rohöl, ja, ich hab dich schon gehört. An Unload-Rohöl, warten bis 30 Sekunden vergangen. Das kann man doch ändern, oder? Warten bis Inventar leer. Ach nee, das ist blöd. Weil der da ja auch was auflädt. Das wäre ja dann irgendwie kontraproduktiv. Boah, hier ballern die ja lang. So, und was bringt nichts mehr? Die unten rechts die Ölproduktion. Ja, kommt halt nicht genug Öl an, ne? Das wird oben auch genauso sein. Die bringen halt jetzt noch, die eine bringt 0,9 pro Sekunde, die andere 0,5, aber das geht bei allen runter, die gehen halt leer und dann kommt überall nur noch 0,1 die Sekunde an. Das ist immer nur so eine kurze Zeit, wo man was von dem Öl hat, um ehrlich zu sein. Okay, der schmeißt hier die ganze Zeit Öl rein ins System. Das ist wie so ein Herzschlag immer, wenn was eingefüllt wird, dann geht immer so ein kleiner Herzschlag durch das Ölsystem. Okay, aber es geht nur bis hier vorne und das war's dann schon. Wow. Ist halt alles nicht ganz so effektiv, ne? Ach, geht. So, wollen wir denn noch eine Ölquelle, die wir anschließen können? Hattest du jetzt Strom hingesetzt? Ja. Das hat jetzt auch nicht viel gebracht, aber egal. Ja, habe ich gemacht. Ich habe die da unten angeschlossen an Strom. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber hier bei unserer Ölraffinerie kommt jetzt durchgehend Öl an. Füllen sich die Tanks? Nee, die lernen. Ja, doch immer so schubweise. Dann lernen sie sich ganz schnell wieder. Wir haben auch viel zu viele Öltanks. Ach ja, Hermann, find es super, dass du den Chat auch mitliest. Ja, ich habe mich heute mal dazu entschieden, in der Hoffnung, dass es sich nicht auf die Aufnahmequalität auswirkt, mal alles mit aufzumachen und auch mal mitzulesen. Kann ja nicht schaden. Ist auch für mich einfacher. Ja, weil Jonas muss jetzt nicht mal alleine drauf achten. Froh, dass ich das Ölproblem nicht habe. Ich mache aus 20 Kohle einfach 10 Öl. Ah, ja, ja. Überleg mal, wir könnten die ganze Kohle zu Öl verarbeiten. Warum geht das eigentlich nicht? Das ist wieder, warum nur in der Mod? Warum, Jonas? Erzähl mir das. Das weiß ich nicht. Er macht aus 20 Kohle 10 Öl. Naja, ein bisschen übertrieben, oder? So viel Öl aus 20 Kohle? Ja. Ey, man sieht jetzt, wie weit die Türme schießen. Ja, vielleicht ist es. Aber ist doch gut. Im Prinzip stellt das ja ein Fass. Also ein Öl ist ja ein Fass, ne? Oder? Ja, weiß ich nicht, ob das im Barrel gerechnet wird. Aber ist ja auch egal. Ich meine, oh, wie praktisch wäre das denn? Ey, dann wären wir voll die Scheichs, ey. Dann wären wir richtig Ölmilliardäre. Ey. Überall Kohle haben wir hier ringsherum. Und guck mal, wir haben ganz am Anfang mal fett die Kohlefelder angezapft und damit fahren wir schon die ganze Zeit. Ich meine, klar, wir haben irgendwann mal auf die Lichtbogenöfen umgestellt, sodass wir deutlich weniger Kohle verbrauchen, aber
Wir haben einmal am Anfang Kohle angezapft und davon leben wir bis heute. Ja, das stimmt. Wir haben so viele Kohlefelder ringsherum, die könnten wir alle in Öl umwandeln, ey. Können auch 5 Öl sein pro 20 Kohle, er ist sich nicht apropos, ganz sicher. Aber du brauchst ja auch nicht ganz sicher sein. Ja, du brauchst ja nicht ganz sicher sein, Cryfaken, weil Peanuts sind das doch nur. Ein Barrel sind 20 Öl übrigens. Die kosten sehr viel Energie, also das wahrscheinlich, dass die Ölgewinnung aus Kohle kostet wohl scheinbar viel Energie, aber boah. Gibt ja Solarenergie, genau. Also Energie ist nicht unser Problem, nee, denn wie man jetzt hier auf der Karte oben sieht, haben wir eine Energiewende eingeschlagen. Oh nein, ich fahre in die falsche Richtung. Auf welche Karte? Auf meiner, die man gerade eben gesehen hat. Ich sehe dich auch auf meiner Karte. Da bei den ganzen Solardingern bist du, oder was? Ja, ja, also du musst bedenken, ne? Das, was du siehst, sind immer zeitversetzt. Nein, ich sehe dich auf meiner Karte. Ah, ich habe es gerade aber jetzt gesehen. Ja, wir meinen das, wieso haben, weil du meintest, wir haben Energiewende eingeleitet. Das ist doch schon ewig her. Ja, ja. Ja, ja. Also tagsüber sind unsere ganzen Pumpen eigentlich aus, fast. Die dampfbetriebenen Stromerzeuger. Was wollte ich denn jetzt? Scheiße. Mein Kurzzeitgedächtnis hat mich kaputt gemacht gerade. Irgendwas wollte ich hier. Irgendwas wollte ich machen. Es hatte was mit hier unten zu tun. Wieso sind hier keine blauen, verhurten Fickchips? Wieso zum Teufel geht mein Laptop wieder an? Warum liegt hier überall Stroh? Ich glaube, die haben das echt, haben das irgendwie verändert jetzt mit dem Update. Mit was dieses Öl, Schwefelsäureproduktionsgedöns alles angeht, mit dem Öl. Dadurch, dass jetzt kaum noch Öl ankommt, haben wir auch keine, wir kriegen keine blauen Chips mehr momentan. Ja, können wir nicht, ja, können wir nicht. Ja, dann können wir nicht irgendetwas kurz schlafen legen. Oder beziehungsweise mit den Pumpen Petroleum zum Schwefel priorisieren. Wäre das möglich? Mal gucken. Mit den kleinen Pumpen. Naja, ein Ausgang geht ja eh schon zu den Batterien und ein anderer Ausgang geht zu den blauen Chips. Aber wir haben hier eine Chemiefabrik, die das hier... Ach, guck mal, wir haben auch ganz wenig Leichtöl, ne? Da, wo wir Leichtöl in Petroleum umwandeln, da kommt ganz wenig an. Ja, das ist ja auch nur, ist ja auch ein Abfallprodukt, so ein Nebenprodukt. Ist ja nicht die Hauptpetroleumproduktion, die ist ja in der Fabrik selbst. Ja, trotzdem. Oder brauchen wir noch eine Fabrik? Ja, dann haben wir wieder das Problem mit dem Öl. So wie jetzt das Öl kommt, das Rohöl, hatten wir vorher nicht. Hat aber jemand ein paar Tanks abgerissen, was? Ja, brauchen wir ja nicht mehr. Können natürlich die Batterien kurz stilllegen. Die Batterien brauchen wir für die blauen Fläschchen. Können wir das lahmlegen? Also das Problem ist halt, wir brauchen jetzt gerade für alles blaue Chips. Blauen Chips. Ich habe jetzt mal die Batterieproduktion gestoppt. Ich glaube, dann produzieren wir keine blauen Fläschchen mehr. Das heißt, wir können nicht weiter forschen. Dafür kommt hier jetzt was an. Gucke. Es werden wieder blaue Chips hergestellt jetzt. Und das sogar ordentlich. Also die Schwefelsäure ist jetzt, wenn die blaue Chip produziert wurde, kommt gleich wieder direkt genug Schwefelsäure an. Als du verstehst, was ich meine. So, und unsere Rakete ist jetzt erst bei 55%. Da kommen wir nämlich null voran. Aber bevor wir jetzt mit den blauen Chips dann weiter in unserer Produktion vorankommen, will ich vielleicht erstmal jetzt, ich will mir wieder einen Anzug machen und so weiter und so fort. Ich fühle mich so scheiße. Also wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Also ich brauche ja diesen Anzug so oder so dann irgendwann mal. So, was brauchte der denn nochmal? Zum Herstellen selbst brauchen wir 40 von diesen blauen Chips. Ah, ich brauche die
Prozessoren, die blauen und die grünen, die Module. Also es ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, das zu sammeln, sondern vielleicht... Die werden doch da automatisch produziert, oder? Was wird wohl produziert? Effizienz- und Geschwindigkeitsmodule? Ich meine zurzeit nur Effizienz. Geschwindigkeitsmodule nicht. Ja, aber die Geschwindigkeitsmodule brauche ich ja. Ach doch, Geschwindigkeitsmodule hier, aber nicht Stufe die Geschwindigkeitsmodule 3. Ja, die brauche ich aber. Die musst du noch da hinzufügen. Einfach irgendwo hier. Nee, ich verstehe da nicht rein, aber zur Not können wir die auch wieder manuell irgendwie herstellen. Hier sind aber da brauchen wir... Alter! Mal, ach doch! Die einzelnen einer Geschwindigkeitsmodule werden ja gebraucht hier für die Linkskapseln, sehe ich gerade. Naja, das ist ja egal, das frisst ja alles nicht so viel. Ich habe jetzt die blauen Chips doch erstmal wieder ins System. Ich brauche keine mehr sammeln für den Anzug selbst. Obwohl ich brauche eigentlich für den Fusionsreaktor brauche ich genug. Wie ging das? Geht doch. Warte mal, wird der Geschwindigkeitsmodul 1 oder 2 hergestellt? Weiß ich nicht. 1. Rote und Stahl. Rote habe ich hier, Stahl habe ich hier. Dann habe ich schon mal wieder ein Nachtsichtgerät. Eine Batterie. 5 Batterien und Stahl. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Batterieproduktion mehr. Aber das geht ja dann ruckzuck. Das können wir dann wieder umswitchen. Ah, guck mal, jetzt geht das mit den blauen Chips halt wirklich, ne? Also. Ja, das ist gut. Ja, es ist ein bisschen frustrierend, dass es jetzt dafür wieder so gut läuft. Das heißt, die Batterieproduktion frisst echt viel Schwefel. Okay. Wollen wir nochmal ausschauen nach weiteren Ölquellen halten? Das war jetzt schon mal so ein Aufwand, das mit dem ganzen Öl. Jetzt willst du diesen Aufwand nochmal betreiben. Oh, guck mal hier im Süden. Im... Südosten. Warte mal. Jo, der zieh ich durch. Wo ist was? Wenn du die rechte senkrechte Bahnlinie komplett gerade runter gehst. Ich sehe es gerade im Stream. Ah, das habe ich doch vorhin gesagt. Oh, und da liegen noch 3 dran. Ich habe doch gesagt, hier. Da ist ein 7er. Oh. Jetzt erklärst du mir das gerade, wo das ist. Und dann sehe ich jetzt auch gleich, welche du noch 3... Da liegt noch ein 3er. Ja. Müssen wir viel ausrotten für 4 Öl. So, warte mal. Jetzt wurde ich hier gerade angetickert. Zip. Erstmal einsammeln. Wir haben auch übrigens bald keine Steine mehr. Die Erzförderer machen nichts mehr. Ja, okay, Steine haben wir ja noch mehr als genug. Überall rumfliegen. Achso, ja, das ist schlecht. Hier bei der Basis direkt und so. Da kannst du vielleicht mit deinen Flugrobotern wieder was machen. Geht's nicht in den Zug im Inventar? 1, 2, 3. So, jetzt kann ich mir wieder so ein Scheißding bauen. Oh, die ganzen Energieschilder. Okay, das ist nicht so wild. Stahl und rote Chips haben wir ja nun genug, ne? Nein! Die brauchen auch blaue. Okay. Die kann ich ja schon mal fertigen dann. Zeit. Die müssen eh gefertigt werden. Das frisst echt ungemein viel.